Die wissenschaftliche Schreibweise oder auch Zehner-Schreibweise dient dazu, sehr, sehr große Zahlen und auch sehr, sehr kleine Zahlen, ich sage jetzt mal kompakter, darzustellen. Ja, welche Regeln gelten hierbei? Die Zahlen werden immer als Zehnerpotenz dargestellt und dabei steht immer genau eine Ziffer vor dem Komma. Verschiebt sich das Komma nach rechts, dann ist der Exponent von der 10 positiv. Und verschiebt sich das Komma nach links, dann ist der Exponent von der 10 negativ. Schauen wir uns das gleich mal an den vier Beispielen hier an. Ja, erst einmal haben wir den Erdradius. Der beträgt ungefähr 6.371.000 Meter. Also die Regel besagt ja, eine Ziffer vor dem Komma, sprich wir schreiben die 6 auf und packen Komma dahinter. Ja, die restlichen Ziffern bis zur letzten Ziffer, die keine 0 ist, schreiben wir ab. Also 371 in dem Fall, 6,371 mal 10 hoch. Und jetzt schauen wir, verschieben wir von hier das Komma nach rechts oder nach links, um auf die Zahl zu kommen. Ja, in dem Fall verschieben wir das Komma nach rechts und zwar um genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen. Entsprechend ist der Erdradius dann 6,371 mal 10 hoch 6 Meter. Machen wir weiter mit der Entfernung von der Erde zur Sonne. Und die beträgt satte 150 Milliarden Meter. Ja, wie machen wir das? Naja, wieder eine Ziffer vor dem Komma, also die 1, Komma aufschreiben. Dann alle Ziffern aufschreiben bis zur letzten, die keine 0 ist. In dem Fall ist das hier einfach nur die 5, also 1,5 mal 10 hoch. Und jetzt schauen, um wie viele Stellen wir das Komma nach rechts verschieben, damit wir auf die Zahl 150 Milliarden kommen. In dem Fall sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stellen. Entsprechend ist es das gleiche wie 1,5 mal 10 hoch 11 Meter. Ja, kommen wir jetzt zu den kleinen Zahlen. Eine nicht ganz so kleine Zahl ist die Fingerbreite. Ja, die beträgt ungefähr 1,5 cm oder eben 0,015 Meter. Ja, die Fingerdicke. Ja, jetzt wieder erste Zahl, erste Ziffer vor dem Komma ist genau eine, die darf aber nicht 0 sein. Deswegen schreiben wir jetzt die 1 auf, 1,5. Ja, und dann schauen wir, wie viele Stellen wir das Komma diesmal nach links verschieben, um auf die ursprüngliche Zahl zu kommen. In dem Fall sind es genau 1, 2 Stellen. Ja, das heißt mal 10 hoch minus 2. Ja, denn wenn sich das Komma nach links verschiebt, dann ist der Exponent von der 10 negativ. Ja, und jetzt schauen wir uns noch eine letzte Größe an, die sehr wohl viel mit der Physik zu tun hat, und zwar die Größe eines Atoms. Ja, die beträgt nämlich genau 1 Nanometer. Ja, das kann von Atom zu Atom abweichen, aber es ist eine ungefähre Größe. Ja, und das sind eben 0,000000001 Meter. In der wissenschaftlichen Schreibweise dargestellt, schreiben wir die erste Zahl auf, die keine 0 ist. Ja, in dem Fall ist das jetzt die 1 mal 10 hoch. Und um wie viele Nachkommastellen müssen wir jetzt das Komma hier nach links verschieben, damit wir wieder auf die ursprüngliche Zahl draufkommen? Ja, hier ist es in dem Fall 1, das ist das gleiche wie 1,0. Also müssen wir das Komma hier von der 1 um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kommastellen nach links verschieben. Entsprechend ist die Lösung hier 1 mal 10 hoch minus 10 Meter. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt verstehen, wieso die wissenschaftliche Schreibweise, ja, oder auch Zehner-Schreibweise in diesen Fällen Sinn macht. Ja, denn so Entfernungen wie 150 Milliarden Meter oder 1 Nanometer, ja, auszuschreiben, das macht natürlich keinen Sinn. Ja, dann nimmt man viel lieber diese wissenschaftliche Schreibweise. Thank you.